Hey Leute, ich bin Stefan Fuchs und heute möchte ich mit euch einen ganz besonderen Moment teilen, nämlich habe ich zum ersten Mal Post von einem Zuschauer bekommen und die wollen wir heute gemeinsam aufmachen. Los geht's! So, hier haben wir jetzt das Päckchen. Immer normal für einen Brief, um Briefe, Päckchen, alles Mögliche aufzumachen. Ich finde, das macht sich einfach ein bisschen besser und vor allem so fühlt sich's auch immer ganz gut an, wenn man das so als Schwert da hat und dann einfach aufmachen kann. Ich hab. Und jetzt oben noch. Ja, damit hätten wir das. Mal gucken, was drin ist. Hier habe ich auch. Ich bin so aufgeregt, ich sage zu jedem. Das habe ich auch. Papa habe ich auch. Das ist cool. Und da hätten wir hier schon das erste. Bin gespannt. Lace. Wow. Woher wusstest du? Hab ich das im Stream mal erwähnt? Woher wusstest du? Alone in the Dark, The New Nightmare. Das ist genau das Alone in the Dark, was ich auch vorher gespielt habe. Und vor allem, ich glaube, ich habe es einmal im Stream erwähnt. Das müsste das Alone in the Dark sein, wo ich zum allerersten Mal so richtig Immersion in einem Videospiel gemerkt habe. Nämlich am Anfang vom Spiel gibt es da so eine Szene, wo man einfach so ein Tor rüttelt und hinter einem taucht dann bei dem Tor ein Monster auf. Und ich habe mich nicht selber erschreckt, also ich als Spieler saß nicht vorm Fernseher und habe dann wah! Oder irgendwie so gemacht, sondern ich habe Gänsehaut bekommen, habe mich im Spiel umgedreht, als ob ich die Spielfigur selber wäre, hab geguckt, hab mich umgeguckt, hab mich dann wieder umgedreht, das Tor weiter angeguckt, als ob nichts gewesen wäre und ich habe mich richtig so gefühlt als die Spielfigur. Also da habe ich zum allerersten Mal so diese richtig krasse Connection zwischen mir und der Spielfigur gemerkt und von daher finde ich das einfach so mega, mega krass heftig. Oh Mensch, das hast du mir ja gar nicht gesagt, dass du das mitschickst. Und ich bin einfach hin und weg. Einfach total hin und weg. Was haben wir noch? Hier sind noch viel mehr drin. Mal gucken. Und hier ist es. Oh, jawoll. Ist es schön. Ich freue mich aber so total. Alone. Nee, nicht Alone in the Dark. Heart of Darkness. Heart of Darkness, das ist ein Game, über das wir schon ein paar Mal im Stream geredet haben, einfach, weil ich es so dermaßen cool finde. Es ist einfach episch und ich freue mich einfach tierisch über das Game. Und das werde ich auf jeden Fall im Stream mit euch zusammen spielen, weil da könnt ihr euch schon drauf freuen. Es ist, wie soll ich das Game beschreiben? Es ist einfach eins der besten alten Spiele überhaupt. Eine der größten Gaming-Perlen, die es überhaupt gibt. Und trotzdem haben das relativ wenige gespielt und das Spiel ist an den meisten Leuten einfach komplett vorbeigegangen. Und vor allem in der letzten Zeit, wo so viele Remakes einfach von alten PlayStation 1-Spielen rauskommen, wie zum Beispiel Medieval, Spyro, Crash Bandicoot und so weiter, war ich ja wirklich richtig auf ein Remake zu Heart of Darkness, weil das einfach... Wow, also ihr werdet sehen, und ich verspreche euch, ihr werdet es lieben im Stream. So. Wir haben da eine Kleinigkeit für Woody. Ein Geschenk für Woody. Freue ich mich dann, das Woody zu geben. Ich werde Woody freut sich auch. Dankeschön, Lace. Vielen, vielen lieben Dank. Und hier haben wir noch ein bisschen Polsterung, damit alles schön sicher ist und nicht kaputt geht. Ich freue mich auf jeden Fall über das Geschenk und über das Paket. Megamäßig. Vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal. Und boah, also du hast mich einfach total überrascht. Jetzt sind wir mit Alone in the Dark und ich freue mich über beide Spiele extrem. Ich werde Woody freut sich über den Gutschein, über das Guthaben auf jeden Fall auch. Vielen, vielen lieben Dank an dich nochmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im Stream wieder mit, eventuell sogar mit beiden Spielen. Alone in the Dark und Heart of Darkness. Jetzt kommt ja auch erst einmal morgen Pokémon-Legenden Arceus raus. Von daher weiß ich gar nicht, was ich als erstes spielen soll. Ich bin einfach so dermaßen aufgeregt. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen erstmal noch viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye, bye!